Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Quest Hunter. Wir haben das letzte Mal Keule besiegt. Und werden heute mit einem silbernen Schlüssel und zwei Goldschlüsseln bewaffnet zur nächsten Quest laufen. Und zwar werden wir, glaube ich, erstmal zu den Kürbisfeldern latschen. Und werden vorher aber da erstmal durch die Höhle durch müssen. Ja. Jetzt dahin? So ein Mist aber auch. Das heißt, ich muss das hier erst einmal durchspielen scheinbar. Oha. Fallen. Fallen, Fallen, Fallen und goldene und ganz viele andere Skelette. Hua! Zack! Zack, zack, zack! Zack, zack! Nein, nein, der Kill gebührt mir. Jetzt rechts lang, ja, ne? Ja. Dann lass erst einmal, würde ich sagen, nach links lang laufen. Huah! Ich sehe aber nichts hier, ja. Da links ist auch überall fallen. Lass das mal hier oben lang lehnen. Schau, was hier so ist. Was sich hier so von mir versucht zu verstecken. Alle One-Hit. Auch geil. Ich bräuchte noch sowas wie ein Lifesteal, das wäre ganz cool. Jedes Mal, wenn ich Gegner angreife, Leben wieder kriege. Das wäre doch hübsch. Wir machen zu wenig Damage. Ein Upgrade brauchen wir noch, dann können wir... Dann können wir die instant killen. Nicht ihr schon wieder. Bam! Ein Damage macht er mir noch. Geilo! Oh, da hat jemand links Schaden bekommen. Na, doof gelaufen für dich, wa? Was tust du da? Ach, mit zwei. Aua. Wir haben wieder Nebel, das heißt, hier gibt es wieder irgendwo einen Schalter. Unter einer Kiste. Den es zu aktivieren gilt. Bam! Weil da werde ich nicht durchlatschen. Wenn da Gift ist, dann habe ich keinen Bock drauf. Ich habe die Vermutung, das wird der hier sein. Nö. Der da? Nö. Wieder verkackt. Ich komme da echt nicht durch, ne? Ohne Damage zu kassieren. Das ist ja voll nervig. Da noch was? Gar nicht nervig. Ist auch wieder ein random generierter Dungeon. Kurze Fackel nutzen, falls hier wieder so ein kleiner Bomberhead kommt. Ups. Aua, aua, aua. Hier unten auch lang? Nein. Uff. Ist gar nicht nervig. Diese ganzen kleinen Mistviecher. Boah, das ist aber auch wieder so ein riesig langer Dungeon, ey. Guckt euch das an. Guckt euch die Größe der Map an. Niemals war eine Map bisher so groß. Ich würde dann erstmal außen lang laufen wollen. Soweit es geht. Und dann schauen, was noch übrig ist. Ich hätte gedacht, du greifst da drüben an. Na, erstmal so wieder den Außenbereich abstecken. Bam. Aber das ist so riesig! Sehe ich das dann, ob ich da schon was abgecheckt habe? Na, schwierig. Schwierig, schwierig! Hm.
Ja, da sehe ich zum Beispiel nicht, noch nicht, ob ich da lang gekommen bin, weil ich die, den Raum gerade nicht mehr sehe auf der Karte. Egal, lass außen lang laufen erstmal. Passt schon. Ich glaube, das ist okay. Wenn wir das tun, das ist nur super nervig, weil diese Räume super nervig sind hier. Unglaublich nervig. Aber ich krieg keine Erfahrung dafür, glaube ich. Wenn die sich killen. Schade. Noch einer. Willst du noch Nachschlag? Na stimmt, da ist ein Giftraum gewesen da oben. Gott, ich habe hier Campler, wo ich hier lang latsche, ey. Auf hier irgendwo lang. Überall sind Gifträume. Und ich habe keine Ahnung, warum muss ich so ein Dungeon machen, um durchzukommen. Alter, seht euch das an. Mann, das ist so eine ekelhaft riesige Map, Mann. Das macht überhaupt keinen Spaß, so ein Dungeon. Ohne Witz. Das ist so langweilig. Und wenn da so eine nervigen Fall noch dazu kommen. Super stressig ist das. Ich glaube, die Gifträume kann man tatsächlich gar nicht auflösen. Oder es gibt einen Schalter für alle. Langweilig. Autsch. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo ich hier überhaupt hinlatschen muss. Muss ich irgendwie durchlaufen? Gibt es hier ein Ende? Muss ich irgendwas suchen, um zum Kürbis-Ding zu kommen? Also die Mechanik können sich echt klemmen. Muss ich sagen. Die macht mir gar keinen Spaß. Wie ich das Spiel kenne, wird in irgendeinem Giftraum was drin sein. Warum die kriegen die keinen Damage ab von unten? Ja, die ganzen Gifträume werden am Ende übrig bleiben. Und so viel Leben habe ich auch nicht mehr, muss ich sagen. Gar nicht mehr so fresh. Mein Life. War ich hier schon? Nee. In dem Raum war ich noch nicht. Den muss ich leider durchmachen. Jetzt kommt der in der Mitte. Aua. Uff. Oh, hier ist eine Heilung auf jeden Fall. Eine kleine Pflanze. Mega gut. War es nicht der mit dem Goldtypi? Ja, ja. Was? Kann ich mir auch Futter kaufen eigentlich? Also fresh sieht mein Leben jetzt nicht mehr, also mein Nahrungsvorrat nicht mehr aus. Wir haben zwar noch 38 Tränke.
Aber sogar ist das trotzdem wieder nicht. Gerade wenn ich durch sowas durch muss, muss ich natürlich immer viel Leben ausgeben. Geld habe ich ja genug mittlerweile. So ist ja nicht. Links ist der Eingang. Ja. Ja. Dann bin ich gespannt, wo hier der Ausgang ist. Garantiert bei sowas. So. Musste noch hier unten lang. Dass man auch nicht vorbei kann, ist total nervig. Unten links. Ich weiß aber nicht, ob da ein Gift war. Ich glaube, da war kein Giftraum. Hier unten geht's auch noch weiter. Okay, da ist ein Giftraum. Aua. Der hat mir eine gewatscht. Wo ist der Ausgang? Ausgang, Ausgang, Ausgang. Wo bist du? Da sehe ich schon wieder neue Stachelfinger. Stachelfallen. Wo hast du dich versteckt, du köstlicher Ausgang? Es gibt keine Kisten hier drin. Wo hast du Köstlichkeit von Ausgang dich versteckt? Dann greife ich mich leider tatsächlich noch einmal an. Bam, bam. Jeder Gegner hat ein bestimmtes Verhaltensmuster. Man muss es nur herausfinden. Und dann kann man sie easy killen. Ah, guck mal, da ist eine Tür. Warum ist da eine Tür? Oh Gott, ich hätte dreimal angreifen können. Ich trottel. Okay. Erstmal eine Wahrscheinlichkeit, dass es hier lang geht. Die Frage ist jetzt, ich hätte wahrscheinlich auch von da oben lang gekonnt, oder? Hätte ich wahrscheinlich nur durch Gifträume durchballern müssen. Oh, da ist ein Bomberhead. Gefährlich. Erstmal hier lang. Ein Bomberhead killt mich halt instant, das finde ich halt ungeil. Nice. Ja, ja, ist ja gut. Aber ist hier irgendwas? Nö, ne? Eigentlich nicht. Sieht nach nichts aus, nach absolut nichts. Aber neuen Loot, neue Fackeln. Doch, das ist ein Druck. Ist das eine Druckplattform? Oder ist einfach nur wieder ein. Na, ist einfach nur wieder sowas. Aber hier können wir ein bisschen über die. über die Mauern rüber gucken. Und da ist da, wo ich schon gewesen bin. Auch geil. Mist. Und wird es hier wahrscheinlich links lang gehen, oder? Aber wofür habe ich denn sonst den Schlüssel gebraucht? Das wäre so ein bisschen Verschwendung gewesen. Ich hoffe nicht, dass das Verschwendung war. Wäre sonst sehr ärgerlich. Gut. Zwei haben wir noch, drei haben wir noch. Oh. Da ist doch einer rausgekommen. Zwei goldene Schlüssel haben wir noch.
Jetzt sollen wir die Kiste in unserem alten Lager mal aufmachen. Ah, ja, hinten geht's raus. Gott sei Dank. Da werde ich nicht weit. Ach, hier ist Lava. Der Boden ist Lava. Geh trotzdem noch mal gucken. Oh, da ist eine Kiste. Nice. Aua. Aua, aua, aua. Nice, neuer Heiltrank. Nehme ich mit. Also den Gifträumer bisher tatsächlich nichts Sinnvolles gewesen, ne? Ich sehe da aber nur ein paar Kisten. Mehr aber nicht. Oh, hier unten noch was Schönes. Ich hätte ganz gerne diesen einen Skill. Oh, das ist was zum Heilen, wobei das eigentlich egal ist, weil ich werde da mehr Leben verlieren in der Raum. In dem Raum, als ich bekomme wahrscheinlich. Genau, gerade wenn es die wieder gibt. Aber ist okay. War okay. Was soll zur Lava gehen? Ich glaube, die ist interessanter. Scheinbar rüber. Und vermutlich auch raus. Ah, da hinten sehe ich einen Ausgang da oben links. Nice. Schön, schön, schön. Haben wir tatsächlich aber einen blauen Schlüssel gebraucht. Den hätte man sicherlich auch irgendwo in einem Giftraum gefunden. Aber gut, dass ich einen dabei hatte. Das hätte mich nämlich sonst extrem genervt, glaube ich. Problem ist, ich darf hier nicht runterfallen. Jetzt bin ich dead. Tschüss. Komm mal raus, Mates. Wir haben Bock mehr auf euch. Lass doch die beiden Kisten öffnen. Da haben wir es in einer Folge tatsächlich durch diese Scheißhöhle geschafft. Ich hoffe, sowas kommt nie wieder. Oh, da haben wir jetzt einen blauen Schuss wieder bekommen. Nice. Ich hoffe, sowas kommt nicht nochmal. Das ist ultra nervig. Na, oh, ein goldener Schlüssel. Geilo. Geilo, geilo, steilo. Der war hübsch. Zur Karte, yo. Kürbis Bauernhof. Dim, dim, dim. In den Lokationen Versteck ist die Ausgabestelle auf der Minikarte. Blablabla. Bla, bla. Auf der Lokation Versteck. Ich hab's noch nicht ganz verstanden. Gut, zeig uns die Map. Die ist sehr entspannt. Die ist nicht allzu groß. Ach, ich glaube, wir haben ein bisschen heil. Oh, das ist aber ein Riesenmonster. Lol. Na ja, gut. Bam. Da haben wir TNT. Vorsicht, sagt das Spiel. Ja. Speicher mal, gehen wir mal hier rein. Kann ja nicht allzu groß sein. Vier Kisten gibt es hier auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine goldene Kiste. Aber da wir drei Schlüssel haben, ist das in Ordnung. Und hier mal noch einen Zettel. Oh, nice, neuer blauer Schlüssel. Diese Art der Abbildung soll etwas bedeuten. Ich frage mich, wer sie hinterlassen hat. Oh, wait. Das Ding verliert dann ein Herz mit dem TNT fast. Wer hätte das gedacht? Ach, Mensch. Wäre ich ja gar nicht drauf gekommen auf die Idee. Aber erstmal, wenn wir außen ein bisschen sauber machen.
bevor wir uns dem Inneren widmen. Ein Versteck gefunden, nice. Da ist ein Toter. Looten wir ihn mal. Schon wieder so ein weißer Typi. Er hat einen Fernkampf angefangen, oder was? Ne, hat sie nicht. Oh, die macht einen, doch, die macht einen Fernkampf angefangen. Oh, mieses Stück. Der hat doch irgendwie den Boden. Nice, das ist eine Grabungsstelle. Oh wow, da kommt echt eine Ranke raus. Sehr cool. Gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, an der Stelle mal ganz kurz ein kleines Päuschen. Aber beim nächsten Mal sehen wir uns wieder bei Quest Hunter. Und bis dann, Leute. Ciao, ciao.